Mein Name ist Jule. Ich habe einen Freiwilligendienst in Georgien gemacht und habe bei einer Organisation gearbeitet, die sich für die Bildung von Jugendlichen eingesetzt hat. Also, ich habe mir einen kleinen Koffer mitgebracht aus Georgien. Der wurde mir zum Abschied geschenkt von meiner besten georgischen Freundin. Und der bedeutet mir total viel, weil Georgien ist für mich eine zweite Heimat geworden und ich habe Georgien sozusagen immer mit mir mit, in einem kleinen Köfferchen mit all den wunderschönen Erinnerungen, mit all den Erlebnissen, mit den Freunden der Organisation, mit der Familie, in der ich gelebt habe, sodass ich bald schon wieder meinen Koffer packen darf und nach Georgien ausreise für ein weiteres Jahr. Persönlich hat mir das Jahr ganz, ganz viel gebracht. Einfach, dass man so einen Prozess auch durchmacht, sich selbst besser, viel, viel besser kennenlernt, eine Kultur kennenlernt und die auch in die integriert wird, die Sprache lernt. Und das hat mich einfach für die Zukunft, glaube ich, so enorm beeinflusst, dass ich immer eine lebenslange Verbindung mit Georgien haben werde. Also ich persönlich würde Freiwilligen mit auf den Weg geben, dass ein Freiwilligendienst ein Lerndienst ist. Das bedeutet, dass man nicht irgendwie ins Ausland geht und versucht, Leuten zu helfen, Schulen baut und Brunnen baut, sondern dass man das für sich selber einfach sehr viel lernt, weil man so viel Erfahrung sammeln darf, gute sowie schlechte. Und das sollte man sich bewusst machen und das auch irgendwie genießen, weil dadurch entsteht ein großartiger Prozess mit einem selber. Und am Ende steht man da und blickt zurück und ist stolz auf sich.